Interview. Unser heutiges Thema ist der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Dazu haben wir eingeladen Herrn Dieter Ludwig. Er ist Chef der Karlsruher Verkehrsgesellschaften und das schon seit vielen Jahren. Ja, Herr Ludwig, Sie haben jede Menge Pläne, habe ich gehört, zum Ausbau der Straßenbahn. Was haben Sie denn da jetzt konkret vor? Ja, wir haben im letzten Jahr einiges gebaut und bauen auch dieses Jahr sehr viel. Wir sind zum Beispiel mit der S5 sind wir nach Wörth in den Badepark gefahren am 14. Juni. Wir fahren jetzt am 3. Oktober nach Wilsbad. Wir werden am 14. Dezember bis nach Freudenstadt fahren. Und wir werden morgen mit dem Oberbürgermeister Himmelsbach in Heilbronn den Baggerbiss machen, um die Straßenbahn in Heilbronn weiterzubauen Richtung Trappensee. Und dann wird es im nächsten Jahr, da sind wir aber allerdings auch schon im Bau, auf der Deutschen Bahn AG weiter nach Öhringen gehen. Die Karlsruher selbst sind ja nun auch sehr gespannt. Wo wird es denn hier in der City? Ja, in Karlsruhe bauen wir natürlich auch. Wir sind zurzeit dabei, über Aue nach Wohlfahrtsweier die Straßenbahn zu fahren, um eine direkte Verbindung vom Zinthütle in die Innenstadt zu bekommen. Dies dient auch den Höhenstadtteilen Pallenbach, Stupferich, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, die alle dann im Zinthütle in die Straßenbahn umsteigen können und wesentlich schneller in der Innenstadt sind als zuvor. Dann bauen wir erwarten jetzt den Planfeststellungsbeschluss in die Nordstadt, also vom Mühlburger Tor in die Heide hinein. Wir wollen auch die Sudetenstraße weiterbauen, um dort in die Konversion nach Knielingen zu kommen. Also alles lohnende Projekte. Diese Projekte sind deswegen so interessant, weil dann unsere Jahresrechnung besser abschließt als zuvor. Denn ich brauche keine neuen Straßenbahnen, die brauche ich nur umleiten, zum Beispiel in Aue, kann aber viele Omnibusse einsparen, nicht? Und dann machen wir einen besseren Verkehr, der höhere Erträge bringt. Wir haben aber weniger Kosten und dann ist eben das Defizit geringer geworden. Was haben Sie denn für die KSC-Fans geplant? Gibt es da demnächst auch mal eine Bahn? Ja, da haben wir vor Jahren einmal geplant, vom Dollarer Tor eine Stichstrecke zu bauen bis kurz vor Stadion. Das scheiterte aber aus Umweltgründen. Da mussten 180 Bäume gefällt werden und das kann man heute nicht mehr machen. Das größte Projekt ist ja sicherlich die U-Strappen nun in nächster Zeit. Wie ist denn da im Moment der Stand? Wir haben so viele Fahrgäste zwischenzeitlich, und zwar vor allem innerhalb der Stadt Karlsruhe, 100 Millionen im Jahr, dass wir es durch die Kaiserstraße nicht mehr durchbringen können. Wir stehen uns selbst im Weg. Zum anderen wird auch die Bevölkerung unruhig, weil es ja keine Fußgängerzone ist. Deswegen streben wir an, in der Kaiserstraße einen Tunnel zu bauen zwischen Mühlburger Tor und Dollarer Tor mit einem Südabzweig bis zur Augartenstraße zum Festplatz und dann parallel zur Kaiserstraße, wo wir die Straßenbahn dann oberirdisch herausnehmen wollen, werden wir parallel durch die Kriegsstraße fahren. Deswegen heißt diese Lösung auch Kombilösung. Also unterirdisch durch die Kaiserstraße und parallel hierzu, um die Entwicklung der Stadt nach Süden auch aus unserer Sicht zu fördern, bauen wir durch die Kriegsstraße eine neue Strecke. Wie ist denn da so der Zeitrahmen? Die Leute wissen ja jetzt, es ist beschlossen, aber wann kommt es denn tatsächlich? Der Bürgerentscheid ist gefallen. Wir haben eine GmbH gegründet, die Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft, die jetzt diese Strecke bauen wird. Hier sind einige Verfahren notwendig. Wir müssen einmal das Baurecht schaffen, also einen Planfeststellungsbeschluss erreichen. Da machen wir gerade alle Planungen fertig, da bereiten wir uns darauf vor. Und dann müssen wir die Mittel beantragen. Und hierzu bedarf es erst einer volkswirtschaftlichen Bewertung, einer sogenannten standardisierten Bewertung, die mit Einheitszahlen arbeitet, nicht die in Garmisch-Partenkirchen mit anderen Zahlen rechnen als die in Kiel oder in Karlsruhe. Deswegen wird dort eine komplizierte volkswirtschaftliche Berechnung durchgeführt. Und wenn die dann größer 1 ist, wenn also der volkswirtschaftliche Nutzen größer ist als die Kosten sind, dann habe ich große Zuversicht, dass wir dann die 500 Millionen, die das kostet, auch finanziert bekommen. Das hört sich alles ziemlich kompliziert an. Haben Sie öfter mal Ärger mit den Behörden, dass sich dadurch alles verzögert? Ja, wir haben schon Ärger. Das deutsche Baurecht ist nicht mehr wettbewerbsfähig innerhalb von Europa. Ich komme gerade aus Madrid. Dort hat man 10 Kilometer Metro, also U-Bahn, in den letzten 5 Jahren gebaut. Wir zerfleischen uns im Baurecht. Wir müssen Verfahren machen, Lärmschutzverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungen, alles Verfahren, die andere Staaten gar nicht kennen, weil das Baurecht zu kompliziert ist. Ich empfehle Ihnen mal eine Dachgaube umzubauen, wie lange Sie da brauchen, bis Sie die Genehmigung bekommen. Wir brauchen mitunter 8 bis 10 Jahren, um ein Verfahren durchzuziehen. Unsere Straßenbahnstrecke nach Aue, die hat 13 Jahre gedauert.
Unsere Straßenbahnstrecke zur Nordstadt hat 5 Jahre gebraucht, seit dem Gemeinderatsbeschluss, und das war auch noch ein Prozess. Also das deutsche Baurecht muss dringend revolutioniert werden. Was wenden Sie denn insgesamt auf für Gelder für diese ganzen Projekte im Jahr? Ja, wir sind ja letztendlich der größte Investor geworden hier in Karlsruhe. Wir haben im letzten Jahr, wenn ich alle Verkehrsgesellschaften zusammenzähle und alle Zuwendungen, die wir bekommen von Bund und Land, dann haben wir 350 Millionen Euro ausgegeben. Das sind 700 Millionen Deutschmark, nicht? Da wissen wir schon, was wir getan haben. Was zahlt davon der Fahrgast selbst? Wirkt sich das auch auf die Tarife aus? Sie können öffentlichen Verkehr nur mit hohen Zuwendungen von Bund und Land durchführen. So zahlt von allen Investitionen, die wir tätigen, 60% der Bund, 25% zahlt das Land und wir brauchen nur noch 15% bezahlen. In der Region zahlen es die kommunalen Gebietskörperschaften, die Landkreise und die Gemeinden. Wir bedienen ja zwischenzeitlich 104 Gemeinden außerhalb von Karlsruhe und in Karlsruhe müssen es die Stadtwerke, also die KVVH, bezahlen. Mhm. Also wie wirkt sich das, denken Sie, die Tarife steigen? Also die Fahrpreise werden natürlich steigen, aber nur sehr minimal. Wir haben uns angewöhnt, einmal im Jahr nur ein Nasenwasser die Tarife zu erhöhen, denn da ist eine große Gefahr. Wenn ich zu weit erhöhe, bleiben mir die Fahrgäste weg und das ist das Letzte, was wir wollen. Angesichts der überfüllten City könnte man glauben, dass das vielleicht sogar manchmal Ihr Ziel ist. Wie sieht denn das aus? Können Sie überhaupt die Zahlen noch steigern, guten Gewissens? Ja, deswegen bauen wir ja eine U-Bahn, um eben die Zuwachsraten, die irgendwie fast automatisch kommen. Wir machen ja gar keine große Werbung mehr. Wir haben jedes Jahr entgegen des Bundestrends, der so ziemlich so um 1% liegt, haben wir immer zwischen 4% und 6% Zuwächse gehabt in den letzten Jahren. Und das läuft automatisch weiter. Und das ist mit ein Grund, mit der Straßenbahn in der Kaiserstraße runter in den Untergrund, um dort wieder neue Kapazitäten zu haben, das, was sie durch die Stadt bringen. Die Leute wollen ja von außen mitten in die Stadt. Und zwar nicht nur außen aus der Region, sondern das ist ein Karlsruher Problem. Die Karlsruher selbst haben das verursacht, dass wir zu viele Straßenbahnen in der Innenstadt haben. Es kommt nur 17% unserer Fahrgäste kommen von außen in die Stadt. Kommen wir mal zum ganz anderen Thema, Sicherheit. Besonders Frauen haben abends oft Angst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Was tun Sie denn für diese Frauen? Ja, das nehmen wir sehr ernst, obwohl die objektive Sicherheit ist ja gegeben. Es passiert ja nichts. Aber die subjektive Sicherheit, und das ist ja viel wichtiger, dass unsere Frauen Angst haben, abends mit der Straßenbahn zu fahren. In der Straßenbahn selbst passiert ohnehin nicht viel, aber auf dem Weg nach Hause. Wir nehmen das sehr ernst und wir versuchen dagegen vorzugehen, um Sicherheit zu bieten, die Haltestellen gut zu beleuchten. Ich empfehle den einzelreisenden Frauen auch immer unmittelbar hinter dem Fahrerplatz zu nehmen. Wir nehmen jetzt die ersten 10 Wagen mit Videokameras in Betrieb, denn wir haben sehr viele Schäden, Vandalismusschäden. Wir leiden entsetzlich unter Vandalismusschäden. Wir kriegen jede Nacht Sitzkissen aufgeschnitten. Wir kriegen Graffiti-Schäden. Wir kriegen Tische zertrümmert, wir haben Scheiben zerkratzt. Das macht uns 2 Millionen Euro aus. Das ist so viel wie in 2 Tariferhöhungen, die wir von den Fahrgästen brauchen. Ein weiteres Service-Thema ist auch der Niederflurwagen. Wann wird es den flächendeckend geben? Ja, das barrierefreie Einsteigen ist ja zwischenzeitlich Gesetz geworden. Wir gehen in zwei Bereichen vor. Wir müssen außerhalb von der Innenstadt unsere Bahnsteige alle auf 34 cm erhöhen. Wir haben die neuen Niederflurwagen schon so gebaut, dass man dann völlig stufenlos eintreten kann, nicht mehr einsteigen muss. Aber es wird noch dauern bis Ende des Jahres, dass wir die Grundlinien ausgerüstet haben mit den Niederflurwagen, so wie die nächste Serie ausgeliefert wird. Und die Linie 5, die letzte Linie, die noch keine 2,65 Meter breite Bahn verträgt, wenn die ausgebaut ist zwischen Tullerstraße und Rindheim, werden wir das ganze Netz ausschließlich mit Niederflurwagen bedienen. Und dann haben die alten Düwak-Straßenbahnen die 2,40 Meter breiten Wagen ausgedient. Ja, das sind ja viele interessante, ehrgeizige Pläne, die Sie da haben. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass das auch dann demnächst Wirklichkeit wird. Schönen Dank. Wir brauchen jeden Daumen, der uns drückt. Wir bedanken uns bei Ihnen für den Besuch. Und ja, damit verabschieden wir uns, liebe Zuschauer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.